Vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich freue mich sehr, mal wieder in Berlin zu sein. Und dir, Susanne, vielen Dank für die ausführliche und liebenswürdige Einführung. Du hast es schon gesagt. Ich habe in der Tat ein Thema, das ich schon sehr lange verfolge und wollte eigentlich darüber ein Buch schreiben. Das hieß Subversive Affirmation. Und dann habe ich das eben doch nicht gemacht. Das habe ich nämlich auch geschrieben. Also es gibt noch ein anderes Buch, das kommt jetzt heraus. Ich habe aber das letzte Kapitel gewissermaßen aus diesem Buch rausgenommen, weil ich die künstlerischen, kritischen, subversiven, affirmativen Aktionen, die ich beobachtet habe, eigentlich nicht mit dem enden lassen wollte, was ich hier in diesem Buch geschrieben habe. Dieses Buch habe ich eigentlich geschrieben, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Ich musste mir das gewissermaßen von der Seele schreiben, wenn ich das so sagen darf. Ich beginne das Buch mit einem Zitat und dieses Zitat möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Super. Also ich habe das Buch mit diesem Zitat begonnen, weil ich das, was ich als Verkehrung ins Gegenteil beschreibe, nicht erst mal beschreiben wollte, sondern eigentlich gleich demonstrieren wollte. Ja, mit etwas, das diese Verkehrung ins Gegenteil vollzieht. Und das Zitat ist das folgende: Wir werden uns nicht tyrannisieren lassen, wir werden uns nicht erniedrigen lassen und wir werden uns nicht von schlechten, bösen Menschen einschüchtern lassen, heißt es dort. Ich hatte mich damals gefragt, was man denkt, wenn man ein solches Zitat liest und nicht weiß, von wem das ist oder wo das erschienen ist. Also wenn man das also nackt liest, ohne Framing, ohne Kontext. Vermutlich denken Sie, dass es sich um ein Statement von einer Person handelt, die oder der auf die jahrhundertelange Unterdrückung aufmerksam machen will. Vielleicht eine Frau, ein Mitglied der Black Lives Matter-Bewegung, genauso gut könnte das auch ein Native American sagen, der gewaltvoll kolonisiert wurde. Oder eine belarussische oder russische Regimekritikerin, die von ihrer Regierung schikaniert und eingesperrt wurde. Oder vielleicht noch ein zweites Zitat. Denn sobald eine reale Erscheinung von Meinungsfreiheit zum Vorschein kommt, die sich in tatsächlichem Andersdenken, ein Begriff, der ja plötzlich ganz viel verwendet worden ist, falls Ihnen das schon aufgefallen ist seit ein paar Jahren, die sich in tatsächlichem Andersdenken und abweichender Meinung äußert, beginnen Sie, solche Resolutionen zu beschließen und versuchen, uns abzuwürgen. Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass jemand solle aufgrund der Kritik am Staat von demselben abgewürgt werden, oder? Oder durch Resolutionen zensiert werden, vielleicht in Russland, im Iran. In beiden Fällen ist es jedoch anders, als man denkt. Es ist eben umgekehrt. Der erste Satz stammt von jemandem, der selbst kein Dissident ist und auch kein machtloser Widerstandskämpfer. Der spricht, ist im Moment seiner Äußerung Präsident der USA. Es war Donald Trump, der den Satz in seiner Rede vom 4. Juli 2020 sagte und damit auf die zahlreichen Demonstrationen der Black Lives Matter-Bewegung reagierte, die im Frühsommer 2020 aufgrund des Mordes, Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an George Floyd, durch einen weißen Polizisten stattfanden. Das zweite Zitat, was Sie jetzt hier gerade noch mal sehen, stammt von der Chefredakteurin des russischen Auslandspropagandasenders RT Deutsch, Margarita Simonyan, von der wir sehr viel gehört haben in den letzten fast zwei Jahren. Und es ist von 2016. Sie sagte den Satz in Deutschland und versuchte mit ihren Formulierungen Kritik an ihrem Sender als Zensur gegen Andersdenkende, wie sie eben sagt, also der Sender selbst als Sender der Andersdenkenden auszulegen. Es handelt sich also nicht um eine Autorin oder einen Sender, der vom russischen Staat gemaßregelt oder unterdrückt wird, sondern um einen russischen oder russländischen Staatssender, der sich durch eine Resolution gegen Propaganda zensiert sah. Die Resolution, auf die hier angespielt wird, ist die 2016 von der Europäischen Union verabschiedete Resolution gegen Desinformation, in der unter anderem vor Anti-EU-Propaganda aus Russland gewarnt wurde.
Die Praxis solcher Verkehrungen ist ist heute aktueller denn je. Auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine wurde diskursiv durch eine Verkehrung ins Gegenteil legitimiert. Sie erinnern sich vielleicht, ein autokratisch regiertes politisches System rechtfertigt Repression nach innen und den Krieg nach außen mit Entnazifizierung. Täglich war und ist immer noch in den Zeitungen zu beobachten, wie diese Verkehrung immer weitere Kreise zieht. Etwa wenn das russische Verteidigungsministerium eine Woche nach Beginn des Angriffskrieges einen, wie sie es nannten, internationalen antifaschistischen Kongress ankündigte, um weltweit die, ich zitiere, Ideologie des Narzissmus zu bekämpfen. So absurd dies von außen betrachtet und auch von innen auch erscheinen mag, die gesamte russische Desinformation und Propaganda hält konsequent, also bis heute, an ihren Behauptungen, die die Wahrheit ins Gegenteil verkehren, fest. Die Ukraine sei ein faschistisches Land, die Faschisierung Europas schreite voran, die EU sei eine Diktatur, der kollektive Westen, Zitat, entspreche dem Modell totalitärer Sekten, die europäische Presse sei eine Lügenpresse, in Europa werde Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt, westliche Medien würden zensiert, der Krieg selbst sei nur inszeniert, Russland verteidige sich nur, der Angriff gehe von der Ukraine aus, die im Fernsehen gezeigten Opfer seien in Wirklichkeit, Bezeichnung russische Propaganda, Krisendarstellerinnen. Man könnte die Reihe noch unendlich fortsetzen. Den russischen Bürgerinnen wird diese totale Verkehrung unentwegt als Realität vorgeführt. Sie leben, das kann man im Moment gar nicht anders ausdrücken, in einer verkehrten Welt. Um diese zu realisieren, wurden unabhängige Medien komplett verboten. Ausländische Korrespondenten verließen nach dem Erlass eines Gesetzes, das Geldstrafen und bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von Falschnachrichten über das russische Militär vorsieht, zunächst das Land. Die ausländische Berichterstattung in Russland wurde größtenteils eingestellt. Aber es wäre naiv zu behaupten, dass derlei Verkehrungen nur ein Problem der aktuellen russischen Gesellschaft sind oder der Trump-Regierung, die ich hier kurz zitiert habe. Vielmehr haben sie ganz unterschiedliche Kommunikationskanäle verschiedener Gesellschaften erfasst. Sie werden von Corona-SkeptikerInnen, von VerschwörungstheoretikerInnen, von Politikern unterschiedlicher Parteien, von Medien, exemplarisch etwa Fox News oder von einzelnen Personen, dazu gehören Journalistinnen, Bloggerinnen und so weiter, reproduziert und gezielt als Instrument eingesetzt, das die Wahrnehmung von Wirklichkeit irritieren und die Fähigkeit zu Kritik, das ist das eigentliche Ziel aus meiner Perspektive, verunsichern soll. Die Verkehrung führt zu einer konsequenten Uminterpretation und man könnte auch sagen, eigentlich Desinterpretation, oder? Also es ist nicht nur Desinformation, zu einer Desinterpretation von Wirklichkeit, aber auch von Begriffen, also von Theorien, von Symbolen, von einzelnen Narrativen. Dies nicht, um diese kritisch zu hinterfragen, wie das etwa oftmals in den Künsten der Fall ist. Vielmehr geht es darum, belegbare Theorien, verifizierbare Daten oder Faktenwahrheiten, wie das Hannah Arendt einst nannte, als nur eine von vielen Meinungen zu diskreditieren. Das führe nicht nur dazu, ich zitiere Arendt, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, also die Umkehrung stattfindet, oder sondern dass der menschliche Orientierungssinn, darum geht es ihr, im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung oder unter die Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird. Also es geht um Desorientierung. Oder wie der französische Soziologe Bruno Latour es vor ein paar Jahren formulierte, als er sich Sorgen machte um den Zustand der Kritik. Er sagte, die Gefahr liegt nicht mehr in einem exzessiven Vertrauen auf ideologische Argumente, die sich als Tatsachen ausgeben. Argumente der Art, wie wir sie so wirksam zu bekämpfen gelernt haben, sondern in einem exzessiven Misstrauen in solide Tatsachen, die man als ideologische Vorurteile ausgibt. Also auch hier sehen Sie im Grunde die Umkehrung. In meinem Buch habe ich ganz unterschiedliche Verkehrungen verfolgt. Opfer-Täter-Verkehrung, die ganz klassisch ist und die man historisch mehrere Jahrhunderte, also bis in die Anfänge eigentlich des politischen Agierens zurückverfolgen kann. Verkehrungen von Fiktion und Wirklichkeit, die ich jetzt hier gerade schon ein bisschen angesprochen habe,
von Aktion, Reaktion, ist auch eine typische Verkehrung, die wir im russischen Angriffskrieg beobachten können, oder dass immer verkehrt wird, also dass Russland sagt, wir reagieren ja nur, also ihr seid eigentlich diejenigen, die den Angriff machen. Die Verkehrung von Ursache und Wirkung sieht man auch sehr deutlich, oder auch von Kritik und Zustimmung. Aber ich wollte selbst auch wissen, ob und wie Verkehrungen ins Gegenteil bereits in Philosophie, in der Psychologie zum Beispiel, in der Kulturwissenschaft, in der Rhetorik oder auch in der Literatur schon vorgekommen sind. Also ich habe versucht, mich möglichst einzugraben in die Geschichte der Kulturwissenschaft oder der Philosophie und habe gesucht danach, wo ich im Grunde ein solches Modell finde, ob das schon diskutiert worden ist. Den einen, den ich besprochen habe, hast du schon angesprochen, Michael Bachtin, der sich mit Verkehrungen eigentlich als subversive Strategie beschäftigt hat, im Karneval im Mittelalter, oder? Aber das war nur eine der Möglichkeiten, solche aufzufinden. Also ich bin an ganz unterschiedlichen Orten fündig geworden. Unter anderem habe ich Friedrich Nietzsches 1887 verfasste Genealogie der Moral nochmal rekapituliert in Bezug auf die Verkehrung, also auf die Umwertung, um die es ihm geht. Ich habe Sigmund Freuds Traumanalyse nochmal gelesen, wo es auch um eine psychische Umwertung geht. Bachtins Theorie der kulturellen Kannibalisierung schon genannt, Theodor Adornos und Max Horkheimers Analyse des Faschismus, wo sie sich beziehen auf Freud und eben auch von Verkehrungen in Form von Projektionen sprechen. Und ich habe mir aber auch neuere Forschung angeschaut, also die sich gerade mit neofaschistischen oder neorassistischen Bewegungen und libertären Theorien beschäftigt und diese Idee der Verkehrung, manchmal auch mit einem anderen Wort, Retorsion zum Beispiel, aufgenommen hat. Ein paar Gedanken von diesen Theorien möchte ich hier kurz anführen. Nietzsche beispielsweise hat in der Genealogie der Moral analysiert, wie die vorherrschende christliche Moral, also da geht es um unsere christliche Moral, also vielleicht nicht meine, aber die unsere Kulturgeschichte dominiert. Immer schon, Nietzsche sagt immer schon, auf einer Umwertung der Werte beruhe, die zum Beispiel die Schwäche zum Verdienste umgelogen hat oder die Ohnmacht zur Güte, ja, oder die Unterwerfung vor denen, die man hasst, zum Gehorsam umgelogen hat. Die Feigheit zur Geduld und gleichsam, wie er schreibt, als Meisterstück der Umwertung die Rache zur Gerechtigkeit. Die Wortbeispiele oder die Werte, die Nietzsche da anführt, sind keine klaren Gegenteile, oder sie sind vielmehr so umgekehrte Bewertungen, auf den Kopf gestellte Axiologien. Denn die Schwäche wird nicht selbst zur Stärke, sie wird nur als solche bewertet, als etwas Positives, als eine Art Verdienst. Nietzsche hatte zudem ausgeführt, dass der Mensch der Reaktion, so nennt er den, also den Mensch des Ressentiments, und das ist eine Überlegung, die ich auch in unserem Zusammenhang oder auch ganz besonders jetzt im Krieg aktuell finde, also dass der Mensch der Reaktion des Ressentiments den Feind, gegen den er anschreibt, überhaupt erst schaffe. Genau darin bestehe seine schöpferische Tat, sein kreativer Akt, nämlich in der Erfindung des Feindes, des Anderen, des Bösen, und zwar, ich zitiere Nietzsche, als Grundbegriff, von dem aus sich der Mensch mit Ressentiment dann selbst als Nachbild und Gegenstück auch noch einen Guten ausdenkt, und zwar sich selbst. Also die Abwertung des Anderen erfolgt gewissermaßen nicht einmal so sehr, um den Anderen abzuwerten, sondern um mich selbst aufzuwerten. Oder diese Dynamik erkennen wir eigentlich überall, auch gerade in Bezug auf die Verkehrungen. Damit hatte er Umwertung und Verkehrungen immer als etwas gelesen, das nicht denjenigen charakterisiert, dem sie gelten, also den Adressatinnen, wenn man so will, sondern er hatte sie als etwas erkannt, das den Absender selbst definiert, ihn charakterisiert. An diese Beobachtung hat auch Sigmund Freud angeschlossen, der in der Traumdeutung von einer Umwertung, dann eben in Anlehnung an Nietzsche, aller psychischen Werte gesprochen hat. Freud entdeckt bei der Lektüre des Unbewussten, also bei der Arbeit auch mit Patientinnen etwas, dass ich mir innerlich sagte, wünsche, oder dass etwas, so geht das Zitat, also dass etwas, was ich mir innerlich wünsche, oft so behandelt bzw. erzählt wird, als käme es von außen,
als würde es von außen auf mich einwirken und muss deshalb abgewehrt werden. Also da geht es vor allen Dingen um eine Umkehrung von innen und außen zunächst. Freud nannte diese Art von Verkehrung dann später Projektion, die in der Regel Wünsche betrifft, die nicht gesellschaftskonform sind und deshalb individuell verdrängt werden. Freud bringt als Beispiel eine Hassprojektion auf einen anderen, die er an Paranoikern beobachtet habe. Ich zitiere: Er hasst mich, verfolgt mich, was mich dann berechtigen wird, ihn zu hassen. Das treibende, unbewusste Gefühl erscheint so als Folgerung aus einer äußeren Wahrnehmung. Und ich glaube, da ist es schon. Ah, das ist ja toll. Irgendjemand macht das magisch im Hintergrund. Das ist super. Mit anderen Worten, der eigene Wunsch, die eigene Aktion wird verdrängt, projiziert und durch eine erfundene Reaktion, als eine Reaktion auf den Hass des anderen, letztlich legitimiert. Die Umwertung der Werte, also Nietzsches Konzept und das Freudsche Konzept von Projektion, wurden dann später von ganz unterschiedlichen Philosophinnen wieder aufgegriffen, unter anderem von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, die geschrieben zwischen 1944 und 1947 sich mit dem Faschismus auseinandersetzt. Und beide haben eben auch, Adorno und Horkheimer, in diesem Abschnitt ihres Buches Elemente des Faschismus beschrieben, wie es falsche Projektionen sind. Also sie beschäftigen sich im Grunde auch mit einer Umkehrung, nennen das in Anlehnung an Freud Projektion, aber eben falsche Projektion, dass es sich um eine falsche Projektion handelt in der Art, wie der Antisemitismus im Faschismus legitimiert werden soll. Es sind die Nazis, die die Eigenschaften von Jüdinnen schreiben, sie selbst erfinden oder erfundene Eigenschaften nehmen und diese dann projizieren gewissermaßen. Also es wird eigentlich als erst erfunden und in der Erfindung im Grunde hergestellt. Aber auch der französische Politikwissenschaftler Pierre André Taguieff beobachtet in einem Aufsatz von 1998, in dem er die Geschichte des Neorassismus historisch nachzeichnet, solche Verkehrungen. Er nennt sie Retorsionen. Also alle versuchen auch, das Phänomen, was sie beobachten, so ein bisschen unterschiedlich zu benennen. Und diese Retorsionen, sagt er, dienen dazu, 1998 sich Theorien des Antirassismus anzueignen, um selbst rassistisch zu argumentieren. Also sich im Grunde vom anderen etwas anzueignen und dieses dann wieder umzukehren. Er schreibt, dass die, so sagt er, die Rassisten von heute, so nennt er das, sich nicht mehr ausdrücken wie, zitiere, Hitler, Himmler oder Rosenberg, auch wenn sich ihr Weltbild nicht geändert habe. Aber sie arbeiten jetzt mit Begriffen, die eher aus einem antirassistischen Wortspektrum stammen und die sie für ihre eigene Argumentation verwenden. Verkehrungen ins Gegenteil funktionieren dabei immer als Aneignung und gleichzeitig als Enteignung. Ich übernehme diskursiv die Eigenschaften meines Gegners, während ich weiterhin das Gegenteil dessen tue, also ein performativer Widerspruch, ich rede von etwas anderem, was ich mache, und gleichzeitig projiziere ich meine Handlungen auf den anderen, um dessen Eigenschaften konsequent zu diskreditieren. Also ich diskreditiere mich gewissermaßen im anderen, in meinem Gegner. Das ist die Logik dieser Verkehrungen ins Gegenteil. Aber nicht nur in den Wissenschaften werden Verkehrungen analysiert. Auch die Literatur kennt Verkehrungen. Sie hat sie oftmals in Dystopien dargestellt. Ich glaube, in der Bewerbung des Vortrags habt ihr auf George Orwells 1984 hingewiesen. Das ist vielleicht die bekannteste Verkehrungsdystopie, die man überhaupt kennt, weil der Staat in 1984 im Grunde auf einer Verkehrung aufgebaut ist. Dort sind Verkehrungen ins Gegenteil die zentrale Propagandastrategie des von Orwell beschriebenen totalitären Systems. Allerdings verbirgt die innere Partei, so heißt die Partei in Orwells Roman, die den von Orwell erfundenen Staat regiert, sie verbirgt diese Strategie nicht, sondern sie wirbt damit regelrecht, oder? Wie es im Roman heißt, sind die berühmten Losungen am Ministerium für Wahrheit, einem riesigen pyramidalen Gebäude aus schimmernd weißem Beton, schon von Weitem zu erkennen. Also sie sind eigentlich eine Werbebotschaft. Und da steht, das kennen Sie vielleicht aus der Schule, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Ignoranz ist Stärke. Auch wenn es nicht die gleichen Begriffe sind, so ist es doch ein ähnliches rhetorisches Prinzip, das sich in den Verkehrungen auch von Trump und Putin zum Beispiel und auch von vielen anderen wiederfinden lässt. Fakten sind Fake News,
Autokratie ist Dissidenz, Kritik ist Zensur. Das hören wir eigentlich täglich. Der Spin, also der Dreh, der hier passiert, ist nicht nur irgendein Dreh, sondern die Drehung selbst, also die konsequente Verkehrung ins Gegenteil. Aber nicht alle drei Orwellschen Begriffspaare funktionieren nach diesem Prinzip. Und es wird, auch wenn das auf den ersten Blick so scheinen mag, bei Orwell eigentlich nicht wirklich verkehrt. Vielmehr wird das Gegenteil aufgehoben, denn es heißt, Krieg ist Frieden. Anstelle binärer Opposition nimmt das erste Wort durch das Ist die Bedeutung des Gegenteils an. Verkehrungen, so zeigt es dieses literarische Beispiel, verdrehen Bedeutungen, löschen sie aus und zwingen uns in dieses binäre Denken hinein, das wir eigentlich überwinden wollten. Und zwar selbst dann, wenn es am Gegenstück mangelt. Denn während Krieg tatsächlich das Gegenteil von Frieden ist, Freiheit dasjenige von Sklaverei ist, Ignoranz, also das dritte Kompositum, nicht das Gegenteil von Stärke. Doch im Rhythmus des Slogans, wenn man den immer wieder liest und hört, fällt es fast schon nicht mehr auf, dass hier gar keine Verkehrung stattfindet, sondern eigentlich eine semantische Verschiebung. Die Verkehrung ins Gegenteil verkehrt bei Orwell eigentlich nicht nur, indem sie unterschiedliche Dinge auf eine Stufe stellt, versucht sie auch dort Oppositionen oder binäre Paare zu bilden, wo eigentlich überhaupt keine sind. Also sie zwingt uns gewissermaßen in diese Struktur hinein. Inzwischen ist Orwells Darstellung der Verkehrungen selbst Gegenstand der Verkehrung geworden. Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, und jetzt können wir der Zauberer im Hintergrund vielleicht die nächste Folie einblenden. Genau, die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, wurde bei einer Pressekonferenz in Jekaterinburg, das war von einem Jahr ungefähr, gefragt, wie man denn auf die Behauptung reagieren solle, Russland gleiche Orwells 1984. Da hat sich jemand gemeldet aus dem Publikum und hat gefragt, wir in unserem Land spüren den Anstieg des Patriotismus, aber Freunde und Verwandte aus dem Ausland sagen uns, dass wir ein Spiegelbild des Romans 1984 sind. Was sollen wir ihnen sagen? Und Sacharowa antwortete recht raffiniert, viele Jahre haben wir geglaubt, dass Orwell den Totalitarismus beschrieben hat. Das ist ein globaler Fake. Orwell schrieb über das Ende des Liberalismus. Er schrieb, wie der Liberalismus die Menschheit in eine Sackgasse bringen würde. Sagen Sie also, dass er nicht über uns geschrieben hat, sondern über Sie. Sie sind es, die im Ausland in einer Fantasiewelt leben. Oder geistesgegenwärtige, momentane Verkehrung und vielleicht zur Erinnerung, vielleicht wissen es viele von Ihnen noch, Orwells 1984 war zum Beispiel in der DDR verboten, auch in der Sowjetunion bis 1988. Also da wusste man anscheinend noch sehr gut, dass es nicht der Liberalismus ist, der da beschrieben wird. Und im Moment kann zum Beispiel 1984 auch nicht in Belarus gelesen werden. Dort ist es auf die Liste der extremistischen Bücher gesetzt worden. Das ist eine Liste, die unglaublich viel Literatur, auch Symbole, Wappen, alle möglichen Zeichen umfasst. Und da steht dann praktisch 1984 von Orwell oder auch ein moderner Roman von Alhard Bacharewitsch, Hunde Europas, gleich neben Hitlers Mein Kampf. Also auch da wird genau das passiert oder da wird genau das gemacht im Grunde, was auch Orwell sagt. Da werden Dinge, die völlig gegensätzlich sind, auf eine Stufe gehoben, ja, und stehen dann im Grunde nebeneinander. Ich möchte Ihnen heute noch eine Umkehrung zeigen, die man seit Kriegsbeginn im russischen Fernsehen verfolgen kann und die als Beispiel vielleicht besonders anschaulich ist, wie Verkehrungen ins Gegenteil für aktuelle Desinformation verwendet werden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine lässt sich beobachten, wie das politische Regime in Russland ich nenne das pseudoforensische Rezeption von Kriegsfotos und Videos erzeugt. Um diese Bilder, die täglich kursieren und die man ja auch nicht so wegschieben kann, also die auch in Russland alle erreichen, um diese im Grunde zu diskreditieren als Kriegsfotos, um sie als Fälschungen zu präsentieren. Dabei werden Bilddetails als digitale Manipulation vorgeführt, angeblich falsche Quellen identifiziert oder anhand von Kurven und Diagrammen gezeigt, wie Fotos angeblich kursieren.
Diese Art von Bildbetrachtung ist nicht neu. Sie findet sich seit Jahren auch in Kreisen von VerschwörungstheoretikerInnen, deren Absicht es ist, Zweifel an der Echtheit von Dokumenten und Darstellungen zu sehen und alternative Interpretationen vorzuschlagen. Der Verschwörungstheoretiker Daniele Ganser zum Beispiel aus der Schweiz zeigt in seinen öffentlichen Vorträgen immer wieder den Einsturz des WTC-7, also ein Nebengebäude der Twin Towers in New York. Vielleicht kennen Sie diese Einsturzszenen auch aus YouTube, das kann man überall seit Jahren nachverfolgen, und der schneidet sie immer so nacheinander, also mit ganz kleinen, sekundenschnellen Bildern. Das ist eine ganz lange Szene, dieser ist ein Moment des Einsturzes erfolgt, bei dem man dann sehen soll, dass es sich um einen symmetrischen Einsturz handelt und dieser symmetrische Einsturz darauf hinweisen soll, dass es sich um eine kalkulierte Sprengung gehandelt habe. Oder? Also er versucht eben auch, eigentlich eine Analyse der Bilder zu machen, aber er tut in dem Moment etwas, indem er sie auf diese Art und Weise aneinander kettet. Das heißt, Bildfälschung wird nicht, wie wir das kennen, aus der Zeit des Kalten Krieges oder noch von davor mit Retuschen gemacht oder mit Ausmalungen oder wie auch immer. Man könnte ja heute, ich meine, wir haben unendliche digitale Möglichkeiten. Natürlich werden auch Fälschungen mit digitalen Möglichkeiten gemacht, mit Deepfake-Technologien. Aber oft macht man sich gar nicht die Mühe. Es ist zum Teil viel effektiver, einfach ein Bild zu desinterpretieren, also seinen Wahrheitsgehalt gewissermaßen anzuzweifeln, als ein neues Bild oder ein neues Foto überhaupt generieren zu müssen. In Russland ist diese pseudoforensische Bildlektüre seit 2022 Bestandteil von simulierten Fact-Checking-Formaten. Und jetzt kommt die Verkehrung ins Gegenteil wieder ins Spiel. Schon kurz nach Beginn des Angriffskrieges am 8. März 2022 machten kanadische Journalisten Greg Silverman und Jeff Kao, wir können das nächste Bild einblenden, auf einer Website ProPublica darauf aufmerksam. Also sie hatten das Netz durchforstet. Sie machten darauf aufmerksam, wie Fact-Checking als Desinformation verwendet wird. Das ist eine perfekte Verkehrung. Also da, wo ZuschauerInnen Aufklärung erwarten, also Checking erwarten, wo forensische, empirische Belege vorgelegt werden, ausgerechnet dort wird im Grunde gefälscht, weil die Belege desinterpretiert werden. In ihrem Artikel Fake Fact Checks are being used to spread disinformation wiesen die Journalisten auf ein Video hin, das den Krieg als Theater entlarven sollte. Es wurde auf einer russischen Regierungsseite geteilt, die auf ukrainische, wir können das nächste Bild einblenden, die auf ukrainische Desinformation aufmerksam machen wollte. Das Video sollte in der Interpretation der russischen Entlarver zeigen, wie Menschen angeblich vor der russischen Invasion wegrennen. Die russischen Faktenchecker entlarvten nun, dass das Bild gar nicht echt war, sondern aus einem Film stamme, aus dem Planet Earth Movie, Originaltitel Kaleidoscope Man. Also Sie sehen da die Szene, oder? Die wurde dann vielfach vertrieben. Hier sehen Sie das auch von der russischen Mission in Genf. Das war der Moment, wo ich darauf aufmerksam wurde. Ich sollte im Fernsehen was zu diesem Video sagen. Muss natürlich erstmal recherchieren, woher kommt das, was ist das und so weiter. Und habe dann praktisch die Karriere, wenn man so will, dieses Videos in den folgenden Wochen ein bisschen verfolgt. Also, die russischen Faktenchecker entlarvten das Video als nicht echt. Die ganze Szene wurde identifiziert als eine, die nicht in der Ukraine spielt, sondern in Birmingham, England gedreht wurde. Das Video, so konnte man, wenn man das entlarven wollte, sehen, zeige also nicht den Krieg. Die Entlarver hatten also auf den ersten Blick völlig recht.
Anschließend machten die Journalisten ihrerseits, also die beiden kanadischen Journalisten, machten dann durch eine reverse Bildersuche eine Überprüfung der Entlarvung und stellten fest, dass das Video zuvor gar nicht in Umlauf gewesen war. Stattdessen, so schreiben sie, ich zitiere, scheint das Entlarvungsvideo selbst Teil einer neuartigen und beunruhigenden Kampagne zu sein, die Desinformation verbreitet, indem sie sie als Faktenüberprüfung tarnt. Erst das Video der angeblichen russischen Faktenchecker streute das Foto als Fälschung. Es wurde in der Ukraine überhaupt nicht verbreitet zuvor. Die Verbreitung erfolgte aber nicht nur durch die russische Faktenchecker-Seite, sondern auch durch Videoplattformen, die für rechtsextreme und verschwörerische Inhalte bekannt sind. Auf dem nächsten Ausschnitt sieht man das dann. Und wurde zusammen mit dem Titel How to make a propaganda video und den Hashtags Ukraine, Russia und Propaganda gepostet. Also Sie sehen, oder? Also es wird einem das Anliegen verkauft des Fact-Checkings und das Fact-Checking produziert im Grunde erst die Desinformation, weil da etwas verbreitet wird, was vorher gar nicht verbreitet worden war. Der Blick auf diese Videos erinnert uns daran, dass Interpretation und Analysen keine passiven oder ausschließlich responsiven Akte sind. Verfahren von Rezeption, von Lesen, also all das, was wir täglich tun. Und oft tun wir das, wenn wir in Social Media sind, ohne Frames, ohne Kontext. Da läuft alles Mögliche durch. Unsere Art von Rezeption tut auch immer etwas, ist performativ und sie wird selbst präfiguriert durch diese Art und Weise der Perspektive. Der pseudoforensische Blick, wie ich ihn nenne, hat aber noch einen anderen Zweck. Er verkehrt nicht nur das Verhältnis von Theater und Wirklichkeit, von Fälschung und Dokument, sondern er hat auch eine Affektumkehr zum Ziel. Also er soll unsere Emotionen erreichen. Das lässt sich geradezu programmatisch in einer Sendung des russischen Fernsehens nachvollziehen, die seit dem 9. März 2022 auf dem staatlichen ersten Kanal läuft. Wir können das nächste Bild einblenden. Es handelt sich um ein Faktchecker-Format auch, also das als Genre gewissermaßen diese Umkehrung in sich trägt. Ein Faktchecker-Format als Unterhaltungssendung eigentlich, ist eine Unterhaltungsshow und die heißt Anti-Fake. Und das ist auch kein Zufall, dass da das Wort Fake verwendet wird, weil das klingt natürlich schön ausländisch. Und Sie sehen auch da in der Mitte dieses Kaninchen, was aus dem Hut gezaubert wird und das wird praktisch immer verkehrt. Auf der einen Seite sieht das aus wie so ein Zylinder oder wie so ein Junker, der einen Zylinder trägt und wenn man den umkehrt, da springt natürlich was anderes aus dem Gesicht heraus, das Kaninchen. Also der zeigt im Grunde, entlarvt sich eigentlich selber, aber spricht natürlich darüber, dass die Verkehrung bei den anderen passiere. Wer täglich die Anti-Fake-Sendung des russischen Staatsfernsehens schaut, und die kommt seither tatsächlich einmal pro Tag, nicht am Wochenende, und dauert immer so zwischen 30 und 45 Minuten, das ist also eine aufwendige Arbeit, oder, die jeden Tag zu produzieren. Also wer das täglich schaut, wird zur Spezialistin für auffällige Details, für historische Muster und kleinste Kompositionsfehler. Ist das Blut, kann man sich fragen, oder ist das nicht vielleicht doch Farbe? Hat sich die Leiche bewegt? Sind die Körper nicht angeordnet wie in historischen Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus den Sezessionskriegen in Jugoslawien? Auf die wird auch immer wieder Bezug genommen. Stammt das Foto nicht eigentlich aus dem Syrienkrieg? Was sagen die Metadaten dazu? Meine These ist, dass der forensische Blick imitiert wird, um eine entemotionalisierte Rezeption des Krieges zu erzeugen. Es ist ein kalter Blick, den man den Zuschauern dort antrainiert. Es ist ein technischer Blick, der nicht danach fragt, wer da eigentlich liegt, wer da gerade gestorben ist, wessen Wohnung auf dem Foto zerbombt wurde und warum vielleicht. Wenn man als Zuschauer in der russischen Anti-Fake-Sendung was man da lernt, ist auf eine Weise auf Fotos aus dem Krieg gegen die Ukraine zu schauen, indem man die Emotionen ausblendet, weil man nach Fehlern sucht auf den Bildern. Also man fühlt nicht mit den Opfern des Krieges mit, sondern wird darauf trainiert, das Foto zu überprüfen, sich zu fragen, ob das Foto stimmt, seine Echtheit in Frage zu stellen, Fehler zu suchen. Und genau diesen Blick, der einem antrainiert wird, und das finde ich das Fatale, für den kritischen Blick zu halten, oder? Es wird Ihnen vorgemacht, dass
dieser Blick des Zweifelns, des Suchens nach Fehlern ein kritischer Blick ist. Dabei ist es nur der vorgemachte Blick. Sie verfolgen gewissermaßen nur, sie haben nur den Blick nach, der ihnen vorgegeben wird. Mit besonderer Intensität wurde die Umkehrung in der Sendung vom 5. April 2022 inszeniert. Darüber habe ich schon mal kurz geschrieben. Es ging darin um die inzwischen als Kriegsverbrechen eingestuften Morde an der Zivilbevölkerung in Butscha, einer kleinen Stadt unweit von Kiew. Schon der Titel der Anti-Fake-Sendung lautete unmissverständlich, das können wir, glaube ich, wieder weitermachen, Butscha, das ist Fake, die Beweise. Die Ankündigung rückte das Versprechen der angeblichen forensischen Perspektive noch deutlicher in den Mittelpunkt. Die ukrainischen Behörden und die westlichen Medien, so hieß es in der Ankündigung, haben Bildmaterial in Umlauf gebracht, das ihrer Meinung nach tote Zivilisten in Butscha zeigt, deren Tod angeblich von russischen Truppen verursacht wurde. Experten des Anti-Fake-Programms analysieren einen weiteren monströsen Schwindel Bild für Bild. Das ist dieses Zitat, und auf dem anderen Zitat haben Sie gewissermaßen noch ein Motto gesehen, mit der die Sendung praktisch immer operiert. Genau, der Westen zerdrückt Russland mit einem bestialischen Hass, Videos, die einen in Wallung bringen. Da wird dieses Gefühl eigentlich erstmal angesprochen, das man hat, wenn man diese Fotos zeigt, so eine erste Rezeption. Also eigentlich sollen die einen in Wallung bringen, können in Wirklichkeit als seelenlose und zynische Fälschungen, können sich in Wirklichkeit als seelenlose und zynische Fälschungen herausstellen. Wie kann man die Lüge von der Wahrheit unterscheiden? So wird es immer angekündigt. Die Experten des Anti-Fake-Programms haben sich das genauer angesehen. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Um die angebliche Manipulation zu entschlüsseln, sind drei Gäste anwesend. Ein Datenanalyst, ein Journalist und Historiker und ein Militärexperte. Der Datenanalyst hat die Aufgabe, die Bilder als Fälschungen zu entlarven. Historiker und Militärexperte liefern falsche historische Analogien. Das heißt, der Blick richtet sich nicht nur auf die Lektüre der angeblichen Fälschung, sondern auch auf historische Muster. Erkennen wir darin historische Muster? Können wir das zurückverfolgen, die eine zusätzliche Bildsemantik nahelegen sollen? Der erste Schritt in der Beweiskette der Sendung ist eine, wie Sie es nennen, objektive Analyse mit Daten. Der Datenanalyst hat auf den Fotos 23 zweifelhafte Momente gefunden, auf die ihn teils aufmerksame Beobachter aus dem Netz aufmerksam gemacht hatten. Hier wird also auf die Schwarmintelligenz des Netzes auch noch hingewiesen. Der Datenanalyst gibt die kollektive Analyse weiter und bestätigt, dass Körper verschoben worden sind, Fahrräder auffällig unbeschädigt seien, Blutfehle, weiße Bänder an den Armen der Toten zu sehen seien. Letzteres bestätigt auch ein Zeuge, Journalist von RT. Die Armbinden sollen die Einwohner als pro-russisch zu erkennen geben, um die Schlussfolgerung, es können nicht Russen gewesen sein, die pro-russische Einwohnerinnen erschossen haben, zu suggerieren. Während der Datenanalyst spricht, werden die Bilder nie genau eingeblendet. Wir können mal weitergehen. Man sieht die Bilder links immer auf diese Art und Weise. Man hat immer diesen Balken darüber, Fake, Anti-Fake, also da steht jetzt nur Fake gewissermaßen. Die werden auch nur sehr schnell eingeblendet. Also man hat überhaupt nicht Zeit, überhaupt da genau hinzugucken, obwohl genau diese Analyse gewissermaßen gefordert wird. Als dramaturgischer Höhepunkt blendet dann der Datenanalyst eine Zeitkurve ein, das ist auf der nächsten Seite, die nahelegen soll, dass die Bilder der Toten erst Tage nach dem Abzug der Russen kursierten. Anders gesagt, der Datenexperte will suggerieren, dass die Leichen erst später hingelegt worden sind. Aber auch die Kurve, das ist einfach so ein Ding. Ne? Wir können natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Oder? Das ist ja auch ganz typisch, dass in Desinformation und Propaganda inzwischen extrem stark mit solcher Empirie gearbeitet wird, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also das ist eine wirklich, finde ich, neue Tendenz, diese Art und Weise, sich objektiv zu geben, Umfragen gemacht zu haben, also alle objektiven Methoden gewissermaßen benutzt zu haben, die dann suggerieren, dass das wissenschaftlich im Grunde ist. Ganz ähnlich hatte schon, also das, was ich gerade gesagt habe, ganz ähnlich hatte schon zwei Tage zuvor, am 3.4., als der angebliche Peak der westlichen Berichterstattung gerade erreicht war, also den man da auf der Kurve
sieht das russische Verteidigungsministerium das Narrativ vorgegeben, das 3 Tage später dann in der Sendung präsentiert war. Also das Narrativ gab es schon, die Sendung hat im Grunde nur darauf zurückgegriffen. Und da hieß es schon beim russischen Verteidigungsministerium, sehen Sie, besonders besorgniserregend ist, dass alle Leichen, deren Bilder vom Kiewer Regime veröffentlicht wurden, nach mindestens 4 Tagen nicht erstarrten, keine charakteristischen Leichenflecke hatten und in den Wunden nicht geronnenes Blut aufwiesen. Genau das Gleiche wurde dann überall auf allen Kanälen immer wiederholt. Neben der Erkennung von angeblichen Fakten konzentriert sich die russische Sendung auch auf angebliche historische Muster. Ich hatte das schon kurz angedeutet. Die Fotos als gestellte Fotos bzw. Situationen als theatral hervorgebrachte entlarven sollen. Das passiert auch in dieser Sendung, in der es um die Kriegsverbrechen in Butscha ging. Der Moderator fragt direkt nach historischen Analogien, nachdem im Teaser bereits Fotos aus Srebrenica und Syrien zu sehen waren. Doch zunächst erkennt der Historiker eine Ähnlichkeit in der Dramaturgie mit dem Massaker von Nemersdorf vom 21. Oktober 1944, also im Zweiten Weltkrieg. Damals waren in dem kleinen Dorf in Ostpreußen ungefähr 20 Menschen getötet worden, als die Rote Armee den Ort eingenommen hat. Die Nazi-Propaganda deutete die Ereignisse als gezielte Tötungen durch die Rote Armee, um die deutsche Bevölkerung gegen die vorrückenden Sowjettruppen zu mobilisieren. Goebbels Propagandaministerium ließ nachträglich Aufnahmen mit Erschossenen anfertigen und verbreitete Berichte, in denen von Folterungen, Vergewaltigungen und Morden die Rede war. Das ist auch ein ganz typisches Verfahren, also auf etwas Richtiges hinzuweisen, auf eine tatsächliche historische Tatsache, die belegt ist, und mit der was anderes dann zu machen. Also die zum Ausgangspunkt gewissermaßen zum Nehmen für die eigene Argumentation. Wenn der russische Historiker diesen Vergleich zieht, also mit den Nazis, wiederholt er ein Narrativ, das seit 2014 in der russischen Presse permanent wiederholt wird. Wie Jade McLean anhand der Untersuchung von 7 russischen Nachrichtenquellen über den Ukraine-Krieg im Jahr 2014 festgestellt hat, wurde die Behauptung, dass, ich zitiere, dass das Verhalten und die Ideologie der ukrainischen Regierung mit den Nazis vergleichbar sei, seither kontinuierlich aufgebaut. Das heißt, die Täter des Zweiten Weltkrieges wurden konsequent mit den Opfern des jetzigen Krieges auf eine Stufe gestellt. Sie sehen wieder, es gibt diesen Unterschied, man versucht es wieder zu nivellieren. Durch die visuell hergestellte Analogie des Historikers in der Anti-Fake-Sendung wird nahegelegt, dass selbst die Kriegsberichterstattung mit der Nazi-Propaganda von Goebbels vergleichbar und die Entnazifizierung gerechtfertigt sei. Auf diese Weise wird dem angeblich gefakten Bild eine historische Evidenz zugesprochen, während ihm die Evidenz als Dokument des Krieges gleichzeitig abgesprochen wird. Der russische Umgang mit Kriegsfotos zeigt auch, dass bisherige Debatten um Affektsteuerung, also um Emotionalisierung und Kriegsfotografie immer wieder neu justiert werden müssen. Die amerikanische Philosophin Judith Butler hat für den Irakkrieg, also für den Krieg 2003 damals, kritisiert, dass Fotos bereits mit einem impliziten Framing produziert würden, so hat sie das damals genannt, das durch sogenannten eingebetteten Journalismus entstehe. Sie kritisierte damals die Art und Weise, wie ihre eigene Regierung Journalistinnen und Journalisten in den Irakkrieg geschickt hat, um dort gewissermaßen die Perspektive der amerikanischen Regierung zu vertreten. Journalisten wurde Zugang zum Kriegsgeschehen nur unter der Voraussetzung gewährt, dass sie ihren Blick durch die vorgegebenen Parameter einschränken ließen, so sagt sie. Das ist ihre Kritik. Auf diese Weise werde auch die affektive Lektüre der Fotos gesteuert. Aber sie sagt eben etwas ganz anderes. Sie sagt, dadurch sollen Emotionen geweckt werden, dadurch soll Aufregung gewissermaßen geschürt werden. Das ist das, was sie kritisiert. Denn Trauer, Wut und Empörung entstehen vielleicht genau durch das, was man uns zu sehen gibt, oder? Butler reagierte mit dieser Beobachtung auf Susan Sontags These, dass Fotografien von sich aus keine Interpretation bereitstellen und wir deshalb Bildunterschriften und schriftliche Analysen brauchen. Also wir brauchen ein Surrounding, um Bilder überhaupt lesen zu können, die dann die diskrete und auf den Augenblick bezogene Interpretation ergänzen, die uns zwar zu affizieren vermag, aber nicht vom Bild alleine.
Im russischen Umgang mit Kriegsfotos aus der Ukraine zeigt sich etwas ganz anderes. Also wir können diese Beobachtungen eigentlich überhaupt nicht übernehmen oder übertragen. Die russische Desinformation verfolgt eben eine Affektumkehr. Dem Gegner, dem Westen, wird unterstellt, mit den Fotos Angst schüren zu wollen, weil die Gefühle nicht den Toten in der Ukraine gelten sollen, weil sie nicht betrauert werden sollen, wird dem Westen unterstellt, dass die Fotos nur dazu da seien, die russische Bevölkerung emotional aufzuwiegeln und Hass gegen Russland zu schüren. Das Mitgefühl für die Toten wird so zu einem fremden, zu einem feindlichen, also zu einem westlichen Gefühl. Der Moderator der Sendung selbst steht stellvertretend für genau diese Lektüre der Bilder aus Bucha. Er stürzte, so beschrieb er es ganz am Anfang dieser Sendung, in ein, wie er sagt, emotionales Chaos. Aber der Blick auf Details, so heißt es dann später, habe ihm geholfen, dieses Chaos zu bewältigen. Damit wird das Konzept der gesamten Sendung im Grunde zusammengefasst, oder? Dem kollektiven Westen wird eine Emotionalisierung vorgeworfen, die auf Fakes basiert. Die Anti-Fake-Sendung hingegen wolle die Bildmanipulation zeigen, um die vom Westen aufgewühlten Emotionen wieder zu beruhigen. Die Anti-Fake-Sendungen sind als emotionale Entlastung, also so würde ich das interpretieren, konzipiert. Wir haben es mit einem Tausch zu tun, also mit einem emotionalen Tausch. Die russische Desinformation versucht durch Pseudoforensik genau dort, also genau an der Stelle zu entemotionalisieren, wo man eigentlich Gefühle haben müsste, wo Betrachterinnen etwas berühren müsste, nämlich nicht gleichgültig zu sein angesichts der Morde. Stattdessen wird die potenzielle Trauer, bevor sie überhaupt aufkommen kann, in Wut gegen den Westen verwandelt. Die Nüchternheit beim Betrachten der Fotos hingegen als Objektivität gelobt. Die Zuschauerinnen werden durch die stellvertretende Rezeption, also Rezeption wird ihnen ja schon vorgeführt. Das ist übrigens ein ganz typisches Verfahren auch der Literatur des sozialistischen Realismus, das man aus der DDR, aus der Sowjetunion überall herkennt. Also dass sie Rezeption in Romanen oft schon vorgelegt bekommen haben und sehen konnten in den Romanen selber, wie sie zu rezipieren sind. Also die Zuschauerinnen werden durch die stellvertretende Rezeption, die sie nur noch nachahmen müssen, nicht nur von Mitgefühl gegenüber den Toten in der Ukraine entlastet, sondern auch von Wut gegenüber der eigenen Regierung. Weil wenn es so ist, dass die Anti-Fake-Sendung darstellt und mit wissenschaftlichen Mitteln und Daten belegt, dann gibt es keinen Grund, gegen die Spezialoperation aufzubegehren und auf die Straße zu gehen. Im Grunde arbeitet die emotionale Konditionierung der staatlichen Repression zu. Sie verhindert Widerstand und Kritik. In meinem Beispiel, und ich komme jetzt zum Schluss, wollte ich deutlich machen, wie wichtig es ist, den Verkehrungen nicht auf den Leim zu gehen, vor allen Dingen nicht in der aktuellen Situation. Ich hätte auch viele andere Situationen nennen können. Ich bin halt Slawistin, beschäftige mich mit Osteuropa und insbesondere mit Russland. Verkehrungen ins Gegenteil sind eine bewusst gewählte Machtstrategie, insbesondere auch eine Strategie der Desinformation, die versucht, die eigenen Interessen mit den Werten, Begriffen, Theorien und Strategien anderer, oft der politischen Gegner, zu tarnen. Verkehrungen ins Gegenteil versuchen stets dem anderen oder dem politischen Gegner unterzuschieben, was man im Grunde selbst tut. Deshalb sei es an dieser Stelle nochmal, oder sei an dieser Stelle nochmal an das Nietzsche-Zitat erinnert. Nietzsche sagte ja, dass der kreative Akt gewissermaßen des Menschen mit Ressentiment genau darin bestehe, den anderen als Bösen, als Unzivilisierten oder wie sie auch immer wollen, zu entwerfen und sich gleichzeitig als Guten aufzuwerten. Liest man in Verkehrungen ins Gegenteil, also auf diese Weise, kann man sie auch als Selbstadressierung, als seltsames Geständnis oder Eingeständnis lesen. Diejenigen, die Verkehrungen praktizieren, wissen, dass sie für ihre eigentlichen Ziele wohl nicht gewählt werden würden. Dass sie nicht regieren könnten, wenn sie die Wahrheit sagen. Und auch keine Unterstützung für ihren Krieg fänden. Stellen Sie sich vor, Stalin hätte sich hingestellt und gesagt, ich will übrigens keinen Kommunismus. Ich will eigentlich an der Macht bleiben. Und ich möchte, dass meine Gegner im Gulag enden. Hat er aber nicht gesagt, oder? Und Putin sagt auch nicht, was er eigentlich vorhat. Die Verkehrung ins Gegenteil ist im Grunde eine verräterische Selbstadressierung. Sie ist ein Eingeständnis, so würde ich es formulieren, darüber, dass die eigene Macht nur mit den rhetorischen Mitteln und den Überzeugungen und Narrativen der anderen zu erreichen ist. Vielen Dank.
Dank, Silvia. Es ist unglaublich wohltuend zu hören, wenn die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Vielen Dank. So, wir haben jetzt noch ungefähr bis 20 Uhr Zeit, dass Sie alle auch Fragen stellen können an Silvia. Entweder zu dem Buch, was Sie möglicherweise schon gelesen haben. Möglicherweise sind Sie also mit Fragen schon zum Buch gekommen, aber natürlich auch zum Vortrag. Und ich wollte eigentlich... Du wolltest auch nicht was sagen. Ich wollte auch, aber ich stelle mich hinten an. Ich glaube, ich muss mein Mikro jetzt... Ah, da hinten gibt es eins. Ja, dann bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Beispiele, auch die das Umkehren sehr gut dargestellt hat. Und vielen Dank auch für den Bezug auf Nietzsche. Da hätte ich doch noch vielleicht zwei Bemerkungen oder Fragen dazu, nämlich... In der Genealogie ist die Umkehrung ja einmal mit einer unglaublichen moralischen Aufladung verbunden. Es wird ja nicht einfach nur Richtiges mit Falschen und Falsches mit Richtigen verdreht, sondern es entsteht erst das moralisch Gute bzw. das moralisch Böse. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir in Russland sehen. Frage 1. Frage 2 ist, diese Umkehrung, auch da nochmal auf Nietzsche zurückzukommen, geschieht ja nicht einfach im luftleeren Raum, sondern geschieht durch eine bestimmte Kaste, die Kaste der asketischen Priester. Und so etwas Ähnliches wird es ja wahrscheinlich in Russland auch geben. Frage, ist das einfach die Medien? Ist das ein Politikbetrieb? Oder woraus besteht diese Kaste? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich habe in dem Buch auch, und das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt, bin ich auch zurückgegangen in die Zeit der Sowjetunion, eigentlich schon in die 20er Jahre, 1926, und habe mir angeschaut, wie Stalin im Grunde bereits mit ganz unterschiedlichen Verkehrungen, die, würde ich sagen, sehr lange nachwirkten und auch bis heute nachwirkten, seine Macht konsolidiert hat oder überhaupt auch aufgebaut hat. Und ich habe den Eindruck, dass die jetzige Machtkaste, die sicherlich aus ganz unterschiedlichen Etagen oder Bereichen besteht, insbesondere auch aus dem Geheimdienst, zurückgreift auf Verfahren, die man seit dem Stalinismus und insbesondere auch im Kalten Krieg beobachten kann. Du hattest das vorhin gesagt, Susanne, wir haben, Katja Krasner-Horka sitzt da im Publikum, wir haben sehr viele Jahre in den ehemaligen Geheimdienstarchiven in Osteuropa Forschung betrieben, weil es uns vor allen Dingen darum ging, zu schauen, welche Auswirkungen Desinformation oder Zersetzung, wie es damals hieß auf Deutsch in der DDR, den Kunstbetrieb zerstört hat, also regelrecht zersetzt hat, und haben dort viele der Strategien schon gefunden aus dem Kalten Krieg, die man jetzt auch beobachtet, die aber heutzutage auf eine andere Art und Weise, also anders medial, weil sie nach den Medien fragt, natürlich verbreitet werden können, oder? Also man ist jetzt auf, ich sage immer, oder ich komme aus der Schweiz, mir fällt das beim Vortrag schon auf, dass ich plötzlich so Heike schweizerisch klinge. Heike ist es auch schon aufgefallen. Also es gibt eine lange historische Kontinuität dieser Verfahren, die immer wieder aufgegriffen werden können. Und man kann die auch im Westen beobachten. In der Schweiz sind ja auch unfreiwilligerweise die Archive aufgegangen in den frühen 90er Jahren, also zum gleichen Zeitpunkt, als auch die Archive aufgegangen sind in der DDR bzw. in Osteuropa. Und auch dort kann man solche Verfahren beobachten, der Antikommunisten, die zum Beispiel über sowjetische Desinformation geschrieben haben und eben genau auch Fact-Checking gemacht haben und dabei immer alles umgekehrt haben. Also man findet das auf beiden Seiten. Aber ich kann Ihnen nicht beantworten, wer dieses Land im Moment regiert. Also da müssen Sie andere fragen. Das ist Putin, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist ja immer, was wäre, wenn Putin nicht mehr da wäre, oder? Ist diese Macht auf eine Weise konsolidiert, dass sie weiter betrieben werden würde? Und die andere Frage, ja, unbedingt. Also mit den Verkehrungen sind nicht nur einfach Umdrehungen gemeint, sondern tatsächlich auch ein Transport und bei Nietzsche einer ganz klaren Moralvorstellung des Christentums. Nietzsche hat einfach interessiert, wo diese Moralvorstellung kommt, und er hat sie gewissermaßen zurückverfolgt in seiner erzählerischen Philosophie eigentlich, indem er in die Höhe des Werteumschmiedens herunterhorchte und sich da anhörte, wie die Christen, wie er formulierte,
die Werte umgeschmiedet haben. Und ich denke, dass das auch kein Zufall ist, dass er sich gekümmert hat um den Beginn des Christentums. Ich denke, dass solche Verkehrungen vor allen Dingen dann zu beobachten sind, wenn es um Machtwechsel geht. Also wenn Regime gewissermaßen an die Macht kommen und die Vergangenheit nochmal umdeuten, umwerten. Auch Geschichtsschreibung hat permanent mit der Umkehrung zu tun. Können wir sehr gut beobachten, auch gerade 1917 nach der Oktoberrevolution oder auch in den anderen Staaten Osteuropas. Also das ist jetzt nicht so eine ganz genaue Antwort gewesen, aber vielleicht ein bisschen in Ihre Richtung. Danke, ja. Da hinten war, habe ich gesehen, da hatte sich auch noch ein anderer Arm gehoben. Genau, ja. Ich sehe Sie leider ganz schlecht, muss ich sagen. Also je weiter hinten, umso schattiger. Ja, schönen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Ich kenne diese Geschichten natürlich schon seit Ewigkeiten, weil ich das verfolge. Und bei mir fällt jetzt auf, ich finde es übrigens sehr interessant, dass es total voll ist hier. Also das ist eine große Neugier. Was mir auffällt, ist, dass diese Mechanismen einfach nicht bekannt sind. Die sind nicht verbreitet. Und das ist jetzt hier wieder ein akademischer Rahmen, sage ich mal. Und diese Durchdringung in die Öffentlichkeit, was weiß ich wo, bei diesen ganzen Talkshows, die fehlt mir komplett. Und ich wollte fragen, ob Sie sich in diese Richtung Gedanken gemacht haben, wie man das eigentlich ein bisschen offensiver angeht. Man kann Abschlüsse treffen, also jetzt Europarat, Sie sagten 2016, aber es dringt nicht richtig durch. Das ist das, was mich eigentlich entsetzt oder enttäuscht. Also ich bin eher erstaunt, wie viele Presseformate sich dem Thema angenommen haben und eigentlich recht gute, überblickshafte Darstellungen über Desinformation liefern und nicht nur über russische Desinformation, weil die Verfahren gehören ja allen, oder? Da bin ich eigentlich eher erstaunt und ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich wohne ja in der Schweiz, ich wohne in Zürich, also da gibt es einen deutlichen Unterschied zum Beispiel in den Talkshows. Also da werden tatsächlich Professorinnen aus der Uni eingeladen und sprechen und nicht sogenannte Prominente, die eigentlich sich gar nicht auskennen mit Russland, also wie das in Deutschland oft der Fall ist. Also das ist auch eine unterschiedliche Talkshow-Kultur, die man vielleicht beobachten kann. Also das heißt, wir werden eigentlich relativ oft gefragt, also auch im Radio, im Fernsehen, also auch alle Kollegen, die ich in der Schweiz habe, sowohl Historikerinnen als auch Slawistinnen, da kann ich das nicht beklagen. Ich kann nicht so richtig einschätzen, wie es hier jetzt in Deutschland ist. Es war jetzt ein bisschen polemisch, weil mich diese Talkshows einfach aufregen. Aber ja. Aber ich denke, es gibt relativ viel Überblick inzwischen über Verfahren auch der Desinformation. Und gerade auch in der historischen Tiefe, weil das ist ja sehr spannend, also die Forschung zu machen in der Zeit des Kalten Krieges und dieses Wissen mitzunehmen in die Aktualität, weil oft die Begriffe, die wir verwenden, wie zum Beispiel Fake News, naheliegen, dass das was Neues ist. Das ist natürlich nichts Neues. Also man kann das sehr lange zurückverfolgen. Allein die Forschung in Bezug auf das Gerücht, und da gibt es eine sehr ausführliche Forschung, kann uns schon sehr viel erzählen darüber, wie die Verbreitung von, jetzt sage ich auch, Fake News heutzutage funktionieren. Also wie erfolgreich das ist, wenn das autorlos ist, kontextlos, framelos, wenn es einfach so kursieren kann. Und da haben Sie natürlich heute unendliche Möglichkeiten. Das Wichtige ist, glaube ich, dass wir uns nicht desorientieren lassen. Das hört sich jetzt auch sehr pathetisch schon fast an. Also das Wichtige ist auch, dass man das tatsächlich lesen lernt, denke ich. Katja Krasner-Horkai und ich haben in unserer Ausstellung, wie wir damals die Akten auch präsentiert haben, weil das ist zum Beispiel auch mal wichtig, das kann man ja in Berlin wunderbar machen, also man kann ja hier eigene Forschung auch betreiben in dem ehemaligen Stasi-Archiv. Also da sehen Sie wunderbar, wie das funktioniert hat. Wir haben diese Akten da auch ausgestellt, damit man das mal liest, wie das vonstatten ging. Gibt es weitere Meldungen im Schattigen? Du könntest mich auch was fragen. Ja, ich frage auch gerne was. Also ich würde jetzt gerne, ich würde noch mal fragen danach. Also du hast jetzt zwar gesagt, es ist nichts Neues sozusagen. Es gibt eine historische, eine lange Geschichte, eine Geschichte, die weit zurückreicht. Ich frage jetzt gar nicht so danach, ob es dann doch Unterschiede gibt im historischen Verlauf, sondern was mich noch mal interessieren würde, ist, woher
diese Unfähigkeit zur Kritik. Ja? Also ich glaube, das, was du gezeigt hast, ist ja im Grunde genommen eine Unfähigkeit zur Kritik. Also all diese Fake News, die brauchen ja gewissermaßen Adressaten, die das natürlich auch aufnehmen. Ja? Das ist ja die Verkehrung ins Gegenteil. Das sind ja alles relationale Situationen, ja. Also es muss ja immer sozusagen ein Publikum auch dafür geben. Und wie kommt es zu dieser Aushöhlung irgendwie einer Kritikfähigkeit? Hat das was damit zu tun, dass es auch eine, wie soll man sagen, vielleicht gibt es da gleich auch noch eine Frage, ja. Hat es auch was damit zu tun, dass also grundsätzlich wir sehr, sehr eingeübt sind in quasi diese Hasen, die aus dem, diese Kippfiguren. Also diese Kippfigur ist ja im Grunde genommen so ein Hase-Entenkopf, ja. Und wir sind gewissermaßen darauf trainiert, immer die Hasen-Entenköpfe zu sehen. Und wir sind darauf trainiert, die Dinge können so sein, sie können aber auch ganz anders sein. Also unsere Warnung ist gewissermaßen darauf ausgerichtet, permanent sozusagen Aspektwechsel vorzunehmen und beide Ansichten als gleichberechtigte, gleich wahre, gleich evidente, gleich authentische zu akzeptieren. Ich glaube, dass es gar keine Unfähigkeit zu Kritik ist. Also erstmal ist es, glaube ich, so, dass es einfacher ist, in der Ideologie zu leben als in der Wirklichkeit. Oder Ideologie ist unglaublich entlastend. Also die erzählt dir dein Leben auf eine angenehmere Weise, als es das tatsächlich ist oder als die Wirklichkeit ist. Sonst würden die Parteidiktaturen in Osteuropa oder andere autokratische Länder auch gar nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass die Leute kritikunfähig sind. Sie nehmen das Entlastungsangebot an, weil sie wissen, wie gefährlich es ist, auf die Straße zu gehen. Oder man muss sich das gut überlegen, ob man das macht. Das bedeutet immer, dass das eigene Leben oder die eigene Karriere in dem Moment vorbei ist und dass man vielleicht auch die Einzige oder der Einzige bleibt. Also der große Traum von einer großen Welle, die sich gegen Putin oder gegen Lukaschenko sträubt. In Belarus haben wir das gesehen, aber auch da ist es niedergeschlagen worden. Also ich würde sagen, es ist nicht Kritikunfähigkeit, es ist einfach eine Pragmatik zu wissen, dass meine Kritik bedeutet, dass ich mich in Gefahr begebe. Und ich nehme dieses, ist genau wie in dieser Sendung, ich nehme das Entlastungsangebot an. Aber es geht noch um was anderes. Wir sehen das, ich glaube, das kann man sogar besser erklären, nicht mit einem in einer Diktatur und einem autokratischen System. Wenn Sie sich zum Beispiel Leute anschauen, die in diese großen, in diese riesigen Veranstaltungen gehen von VerschwörungsunternehmerInnen, oder? Die leben ja in der Demokratie, die in der Schweiz, in der direkten Demokratie, können permanent abstimmen für alles Mögliche. Das kritische Bewusstsein wird eigentlich geschult. Die gehen dahin und ihnen wird ja verkauft, dass sie die Kritikerinnen sind. Also Daniele Ganser steht da vorne und sagt, ich kann nicht mehr veröffentlicht werden im öffentlichen Fernsehen. Ich kann nur noch, ich werde überhaupt nur noch in der Weltwoche, da gibt es gar kein Pendant in Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie die Weltwoche kennen. In der Schweiz gibt es die SVP, das ist die Vorbildpartei eigentlich der AfD und die unterhält auch eine Zeitung, die sehr rechtsnational ist. Und Daniele Ganser sagt, ich kann nur noch dort veröffentlicht werden, ja. Weil ich bin kritisch, ich bin der Kritiker. Und wenn ihr mir folgt, das sagt er natürlich nicht, aber das suggeriert er, er sagt, seid auch kritisch. Seid auch kritisch. Habt den Mut, seid kritisch. Aber habt den Mut, seid kritisch, heißt, ihm zu folgen. Ja? Er macht genau eine Verkehrung, die Stalin ganz raffiniert 1926, 1927 eingeführt hat, indem er das Kritikverständnis völlig auf den Kopf gestellt hat. Er hat gesprochen von Kritik in Anführungszeichen und Kritik. Also Kritik war eigentlich Folgsamkeit. Kritik war nicht, ihn zu kritisieren. Kritik in Anführungszeichen war Sabotage, also tatsächliche Kritik. Die hat er abgewertet als was Kriminelles, während diejenigen, die, und das sollte ja gemacht werden die ganze Zeit, Selbstkritik üben und Kritik üben am anderen, hieß immer gewissermaßen im Sinne der sozialistischen oder der kommunistischen Idee zu agieren. Das heißt, er hat das Kritikverständnis völlig auf den Kopf gestellt. Die richtigen Kritiker waren, die ihm kritiklos gefolgt sind.
Und dieses Kritikverständnis, mit dem operiert Putin, mit dem operieren Verschwörungstheoretikerinnen und ähnliche Leute, die im Grunde keine Kritik wollen, sondern dass man ihnen glaubt. Weil man darf nicht vergessen, Verschwörungserzählungen oder Desinformation ist ein Riesenmarkt. Damit kann man unfassbar viel Geld verdienen. Ja. Also, wir haben das lohnt sich. Okay. Vielleicht sollte man da noch mal drüber nachdenken. Wir haben noch zwei Fragen. Wir haben ja in der Corona-Zeit, glaube ich, alle gelernt, wie unglaublich erfolgreich diese Verkehrungen ins Gegenteil sind. Und das ist jetzt nahtlos so weitergegangen. Also ich selber bin richtig gehend verzweifelt im Kontakt mit anderen, wie damit umzugehen ist. Und es wird ja viel überlegt, was hilft dagegen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was hilft. Ja, das ist einfach eine Frage, die man nicht beantworten kann. Also man kann nur sagen, lesen lernen, lesen lernen, lesen, sich informieren, sich nicht einreden lassen, dass die Medien, die sie, ich weiß nicht, was sie konsumieren, aber ich denke, sie lesen die üblichen Medien und schauen öffentlich-rechtliches Fernsehen, lassen sie sich nicht einreden, dass die miteinander verschworen sind und die ganze Zeit Desinformation produzieren. Natürlich gibt es in diesen Medien, wie wir permanent sehen, Leute, die gedungen sind, die bezahlt worden sind für ihre Berichterstattung, wie jetzt gerade Seipel, oder in Bezug auf die russische Berichterstattung. Es gibt viele, die Scharlatane sind, die Hochstapler sind, die eben auch Geld verdienen wollen, aber nicht organisiert. Ja? Nicht in dem Sinn, dass es nur diese eine Meinung gibt. Also sich erstmal das nicht einreden zu lassen, ist, finde ich, schon mal Schritt eins. Und ansonsten kann man sich wirklich, finde ich, sehr gut informieren. Also gerade über Verfahren der Desinformation. Also es gibt viele, ich glaube auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, habt ihr nicht auch so eine Informationsbroschüre? Also euch darf man auch trauen, wenn ich das hier sagen darf. Und verschiedene andere Einrichtungen auch, die so überblicksartig tatsächlich Informationen herausgeben. Auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen ihre Forschung, es gibt sehr viel Forschung in den letzten Jahren zu Desinformation, im Grunde öffentlich. Man kann sich das runterladen, auch im Internet und durchlesen. Und das hilft wirklich, weil es geht so ein bisschen um das Erkennen dieser Verfahren, dieser Strategien. Wenn man das dann sieht, erkennt man das überall, ist auch ein bisschen anstrengend, aber das ist, glaube ich, der Punkt, also diese Verfahren, diese Praktiken zu erkennen, das hilft einem tatsächlich weiter. Das ist ja jetzt nur ein Ausschnitt. Ja, also, es gibt natürlich viel mehr. Heike. Vielen Dank. In deinem Buch, Silvia, hast du eine für mich sehr einleuchtende und erschütternde Analyse auch vorgeführt dazu, die auch eine Antwort zumindest zum Teil gibt auf die immer wieder geäußerte Frage, ja, was ist mit den Menschen in Russland? Glauben die das, was sie da alles sehen? Und es kann doch nicht wahr sein. Ja? Und du hast das, ich glaube, auch mit Rückblick auf Orwell so interpretiert, dass es wirklich möglich ist, ich glaube, in dieser Logik des Doppelsprech, also gleich, also völlig einander konträr ausschließende Dinge gleichermaßen für wahr zu halten und in diesem Widerspruch sich komplett einzurichten und dort Absolut. Zu leben. Mhm. Und das war für mich wirklich sehr erhellend, in dieser momentanen Gemengelage. Aber dann frage ich mich gerade auch, weil du ja jetzt auch mehrmals auf die sowjetische Zeit und auf die DDR und auch verwiesen hast, da gab es ja auch diesen Fernsehkonsum und es gab ein sehr stark eingebürgertes Misstrauen gegenüber den Staatsmedien. Und jetzt hast du ja auch vorgeführt, ne, all diese Fernsehsendungen, denen wir, das wissen wir ja, die gelten als die meinungsmachenden Medien, was dort von morgens bis spätabends auf die Leute niederregnet, das glauben sie. Ist das, weil sie in diesem Widerspruch eben sich so eingerichtet haben, wir müssen das jetzt glauben, denn sonst habe ich keine Wahl, sonst falle ich völlig aus, das macht ja diese soziologische Analyse gibt es ja, oder ist was passiert mit diesem Verhältnis zu den Medien grundsätzlich? Warum gehen wir jetzt davon aus, dass alle diese Medien glauben, während wir fest davon ausgehen, in der Sowjetunion hat man das alles für
Lügenpresse gehalten. Naja, also auch in der Sowjetunion und auch in der DDR haben einige, viele an diese Medien geglaubt. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt jemand aus der ehemaligen DDR hier unter Ihnen, aber viele haben es eben auch nicht geglaubt. Man konnte es aber wunderbar nachahmen. Also man konnte gewissermaßen, dass man es glaubt, es war eine Alltagstechnik, die man praktisch jeden Tag aufführen konnte. Man wusste ganz genau, was man zu sagen hatte. Oder man konnte auch so tun, als würde man es glauben. Also das gehörte gewissermaßen zur Fähigkeit dazu. Also ich bin selber in der DDR aufgewachsen, deswegen sage ich das, auch wenn ich jetzt in der Schweiz wohne. Nicht, dass Sie denken, eine Schweizerin redet jetzt über die DDR, das haben wir nicht gerne. Aber man konnte das reproduzieren, man konnte dieses Theater wunderbar mitspielen. Und ich denke, im Moment kann man sehr schlecht anhand welcher Daten denn überhaupt Aussagen treffen darüber, ob in Russland die Propaganda geglaubt wird, ob man Angst hat, auf die Straße zu gehen, ob man, wenn man gefragt wird, überhaupt die Wahrheit sagt. Ich finde auch dort, es ist doch, also das permanent werden Umfragen veröffentlicht. Also was sollen wir denn mit diesen Umfragen anfangen? Wenn jemand anruft und fragt, unterstützen Sie den Krieg, dann sagt man doch nicht nein. Weil man sich zurückerinnert oder weil man weiß, was bedeutet das. Man sagt schon gar nicht dann nein, wenn ein Institut selbst auf der Liste der ausländischen Agenten ist und anruft, schönen guten Tag, hier ruft ein ausländischer Agent an, also ein Institut, das als ausländischer Agent klassifiziert wurde. Wie denken Sie über den Krieg? Also ich glaube, dass die belastbaren Informationen, die belastbaren Daten über den Zustand oder über die Glaubwürdigkeit in Bezug auf den Krieg in Russland, also ich würde denen nicht trauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da braucht es Forschung später. Ja? Die kann man wahrscheinlich nicht gleichzeitig machen. Also ich denke, man hört alles. Ja? Also jede Nuance kann man hören. Und ich denke, das war auch in der Sowjetunion so, das war auch in der DDR so, von super überzeugten Leuten bis zu Leuten, die kein Wort geglaubt haben. Also das ganze Spektrum ist, glaube ich, immer da und anwesend. Ja. Die Informationslage ist natürlich eine völlig andere. Man kann sich ja durchaus informieren. Aber wenn man, also wenn man Fernsehen guckt und wenn man vielleicht davon ausgeht, dass es eher die ältere Bevölkerung ist, die fernsieht, aber vielleicht nicht so stark aufgeteilt wie in Deutschland oder in der Schweiz in Bezug auf das Alter in Russland. Wenn man das schaut, also das ist wirklich schlimm. Also die Talksendungen, das ist unfassbar. Also man kann das nicht vergleichen mit der Propaganda im Kalten Krieg. Das ist viel radikaler. Das ist wirklich total extremistisch, was da gesagt wird zum Teil. Diese Moderatoren, wie die Emotionen aufwiegeln, wie der Westen fertig gemacht wird. Das ist unglaublich. Mit welchem, also auch das Vokabular, was da verwendet wird. Also das ist wirklich schlimm. Also wir gucken das ja aus professionellen Gründen. Es gibt Studierende bei mir, die ihre Masterarbeiten zum Beispiel schreiben über so ein Diskussionsformat, Vremya Pokazhet. Das ist wirklich, also man ist wirklich wütend auch, wenn man die Arbeiten liest. Man hat so viel Abstand und es ist schon durchgefiltert und so weiter. Ja. Aber ich würde sagen, das ist eine wirkliche Steigerung. Also das ist nicht zu vergleichen mit den Sendungen, die man aus der Zeit der Sowjetunion kennt. Das ist auch kein schwarzer Kanal, ja, der auch mit Verkehrungen gearbeitet hat, damals in der DDR. Das ist wirklich noch extremer. Dann nehmen wir noch eine letzte Frage, Silvia, okay? Ja, ja, ich habe noch mal eine Frage zu Daniele Ganser. Ich habe mich mit der Person, mit dem Historiker auch beschäftigt, der aus der Schweiz kommt und hier in Deutschland, der sehr erfolgreich ist. Er füllt hier große Säle in Dortmund, genau. Die Westfalenhalle in Falkensee. Also er ist sehr erfolgreich, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, verkauft ja sehr viele Bücher. Ja. Und das, was Sie sagen, er regt auch die Leute zur Kritikfähigkeit an. Er sagt, glaubt nicht den Medien. Und meine Frage, es gibt ja nun viele auch hier bei uns, die ihm folgen und ihn akzeptieren und auch gerne Eintrittsgelder bezahlen und seine Bücher kaufen.
Das ist ein Phänomen, was wir hier in Deutschland haben. Wie sieht denn die Situation in der Schweiz aus? Er kommt ja aus der Schweiz. Mhm. Ist er in der Schweiz nicht erfolgreich und nur in Deutschland? Nein, er ist auch in der Schweiz erfolgreich. Also er füllt nicht so große Hallen wie in Deutschland und in Österreich. In Österreich ist er ja auch verbandelt mit einem Fernsehsender. Ich habe jetzt dessen Namen vergessen, also wo er auch auftritt. Was mir viel größere Sorgen macht in der Schweiz, sind die Telegram-Kanäle, die er bespielt, die sehr erfolgreich sind bei Jugendlichen. Der redet sehr gut, der ist ein ausgezeichneter Rhetoriker, der sieht gut aus, der kann die Leute unglaublich einnehmen. Und der hat so eine Ader, dass er eben gerade Jugendliche, die versuchen, ihr Kritikverständnis oder ihre Kritikfähigkeit auszubilden, genau in diesem Moment abholt. Das ist zum Beispiel eine Diskussion in der Schweiz. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich die Telegram-Kanäle wiederum in Deutschland oder in Österreich sind. Und Ganser macht ja auch etwas, er macht ja genau das, was er seinen Gegnern auf diesen Podien gewissermaßen vermitteln will. Er sagt ja immer, merkt ihr nicht, da sind die versuchen, eure Synapsen vernetzen, zu verquicken und so weiter. Und genau das macht er ja im Grunde. Er verbindet alles miteinander. Also er verbindet Corona-Kritik plötzlich mit Putinismus. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, in dem Moment, wo der Angriffskrieg kam, diejenigen, die vorher noch Corona-skeptisch waren, von einem Tag auf den anderen sind die umgeschaltet auf, aber man muss das, also man muss es von beiden Seiten betrachten, die Medaille hat zwei Seiten und so weiter. Putin will im Grunde Demokratie in der Ukraine, habe ich gelesen in den ersten Tagen, installieren. Das finde ich verrückt, diese Verquickungen, diese Verbindungen. Warum? Ja, sind plötzlich auf der einen Seite Corona-Leugner da und plötzlich mögen die Putin. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Warum werden plötzlich Altfeministinnen, Alice Schwarzer, Pazifistinnen, wo kommt das her? Wo kommt diese Verquickung her? Und das ist interessant, wenn man RT liest, also RT Deutsch, Sie können das nicht mehr lesen, das ist ja inzwischen in Deutschland eingestellt worden. In der Schweiz kann man das noch lesen. Und wir lesen das immer also mit den Studierenden und da sehen Sie, wie diese Verbindungen tatsächlich hergestellt werden. Ich würde das nicht mit so einer Pseudowissenschaft von Synapsenverbindungen interpretieren, aber da geht es ganz konkret darum, da Verbindungen zwischen Dingen, die überhaupt nicht zusammengehören, die gar nichts miteinander zu tun haben, herzustellen, weil die kritische und unkritische Masse schon mal da ist. Man muss die Leute wieder abholen, die schon auf der Straße waren und gegen Corona gekämpft haben. Die brauchen das nächste Thema und was muss man denen gewissermaßen vermitteln, weil die sind schon da, die sind schon bereit, die können gewissermaßen mobilisiert werden für das nächste Thema. Und jetzt wird das ganz, ganz interessant verquickt mit der Hamas und der Ukraine. Also das wird, ja, gibt es die nächste Verschaltung.